Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Odyssey. Jo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, wir wollten uns den Pisser hier noch holen. Wo ist er denn? Ist er auf dem Pferd? Der läuft, ne? Der? Joggt der oder was? Stark. Komm mal schön her, du Arschkeks. Wir haben noch eine Rechnung offen, mein Freund. Ach, Scheiße. Meine Fresse. Welcher Söldner ist denn das? Oh, ein Level 30er. Der will doch nichts von mir, oder? So. Jetzt könnten wir uns im Prinzip ja den Rest von der Burg noch holen. Und dann ist das wenigstens auch erledigt. Wo ist sie denn? Da. Oh, geil. Aber vorhin haben uns ja da zwei von den Kopfgeldjägern angegriffen. Ich
Da mussten wir aber ganz schnell fliehen. Gibt es überhaupt noch Soldaten? Zweimal Vorräte. Da ist noch ein Schätzchen. Und da ist noch einer. Auf geht's. Los! Au! Schön. Weg mit dir. Tschüss, mein Freund. Da stimmt was nicht. Na gut, bin ich nicht weitergegangen. Hier war keiner mehr, ne? Ja!
dem Falschen angelegt. Im Schlaf erstochen werden ist auch ein scheiß Tod, oder? Spartaner nicht gefallen. So, und da oben ist noch ein Schätzchen. Okay, das war jetzt noch unnötig. Dann ist es jetzt wieder so, dass wir uns einen anschließen können, ne? Oh, das ist ja ganz hinten. Warum, ey? Herausforderer? Eine Urschlacht in der Stadt Korinth an. Für die Unterstützung beim Erringen eines Sieges erhältst du 2 epische Verteidigungsarmee. Weiß ich nicht, was machen wir? Spartanische Herrschaft. Ich glaube, wir versuchen es nochmal mit Athen, oder? Erstmal brauchen wir einen Schnellreisepunkt. Nehmen wir den. Oh, erstmal müssen wir hier raus. So. Ich glaube, von hier geht auch. Nimm mal den. So. Ich glaube, wir helfen diesmal Athen. Schwer, aber immerhin 2 Dinger bekommen wir dann, epische. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Tempel des Poseidon. Oh nee. Hm.
Morgen nur hingeplumpst. Alles gut, gar nichts passiert. Genau im richtigen Moment. Willst du dich uns in der Schlacht anschließen und diese spartanischen Hunde vernichten? Na sicher, komm Junge. Meine Klinge gehört dir. Du wirst deinen Anteil bekommen, doch erst müssen wir siegen. Komm. Mann, geh doch weg! Jetzt sind wir ziemlich gleich auf, ne? Nach Ärger aus! Du stirbst zuerst! Das kann nicht sein. Ja.
gar keine Chance irgendwie. Gerade so gewonnen, Alter. Das war ja mehr als knapp, oder? Junge, Junge, Junge. Himmel. Mal sehen, was wir Schönes gekriegt haben. Episch. Einen Schurkendolch. Ich finde, mit dem Dolch bin ich zu weit weg. Also da muss ich zu nah ran, um ihn zu treffen. Ein Kriegsspeer. Hat sich jetzt nicht so mega gelohnt. Wirf Leonies Speer auf einen entfernten Gegner, um 100% Attentatsschaden anrichten zu können. Zu nutzen. Werde zur Kyrophäe im Umgang mit Betäubungsfallen und mache Ziele kampfunfähig, statt sie zu töten. Nehmen wir mal das. So, hier gibt's neue Söldner. Und hier sind auch schon wieder drei gefallen. Stark. Was habe ich? Du kannst jetzt diese neuen Pfeiler herrschen, indem du deine Köcher mit im Inventarmenü auswählst. Was? Mit Hilfe der Bewaffnung kannst du deine Waffen und Ausrüstungsstücke schnell zuweisen und wechseln. Betäubungspfeile. Gucken wir mal. Goethe. Folge dem Boot. Keine Hetäre wird im Stich gelassen. Cleio war entführt worden und ihre Freundin Irina war so verzweifelt, dass sie alles tun würde, um sie heil zurück in die Küste von Korinth zu bringen. Es war leichter als getan, das Vertrauen der Hetären zu gewinnen. Als sich einer der Freier merkwürdig verhielt, hat Damales Alexios bat Damalis Alexios zögerlich darum herauszufinden, was der Grund da sei. Gut. Yes. Antusa, informiert über Merin, hatte natürlich einen Preis mit dem Ziel, den Einfluss des Hökers auf Korinth zu schwächen. Bat Antusa, ja, das Lagerhaus in Brand zu stecken. Also wieder Schnellreise zurück. Irgendwo da draußen hat eine Ziege das Obsidian-Auge des Zyklopen.
Ja, im Arsch. Blop. So, welchen wollen wir denn? Eigentlich wollten wir mit denen anfangen, ne? Das Hundi ist hier. Begib dich zu dem Haus des Freiers. Du hast ja nichts verloren. Geh weiter. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Wir sind doch immer vorsichtig, oder? Was machst du hier? Ich habe gehört, wie Damales von ihrem verrückten Freier sprach und wollte helfen. Aber benimm dich. Schön, aber du machst, was ich sage. Keine Spielchen. Das weiß ich doch, weil du mich niemals Spaß haben lässt. Ich spreche mit Damales Freier und sehe, was er zu all dem zu sagen hat. Ich war hier und spionierte. Und ich hörte, wie er mit sich selbst sprach. Er ist komisch. Aber vielleicht hilft es dir ja, wenn ich dir erzähle, was ich gehört habe. Erzähl mir, was er gesagt hat. Schieß los. Lass mich nachdenken. Er sagte, dass er sich heute Abend mit jemandem auf einer Schweinefarm treffen wollte. Das könnte helfen. Vielleicht. Sagte er warum? Um irgendwas abzuholen. Eine Urkunde für Ländereien oder sowas. Na, das ist doch ein Anfang. Was noch? Oh, er sagte einen Namen. Dino Menes, wer das wohl sein mag. Gut zu wissen. Vielen Dank, Spionenphöbe. Nicht schlecht, hä? Legen wir los. Hör genau zu. Du schleichst dich rein und siehst, was du finden kannst, während ich ihn ablenke. Ich werde leiser sein. Gut. Wenn er dich erwischt, lauf. Direkt durch die Tür. Wir treffen uns danach. Versprochen? Ich bin bereit. Los geht's. Kenne ich dich? Nein, aber ich kenne dich. Falls dich Miron schickt, sag ihm, ich gebe ihm sein Geld noch heute Nacht. Niemand schickt mich. Wir müssen reden. Ich weiß, du planst etwas. Etwas? Etwas kann alles sein. Du weißt überhaupt nichts. Du hast ein Treffen bei Fires Ziegen. Du bist bei Fairs Schweinehof verabredet. Und triffst dort einen Gleichgesinnten, sagt man. Wo hast du das gehört? Da liegst du falsch. Ganz falsch. Du sollst eine Urkunde über Ländereien erhalten. Du sollst einen geheimen Brief erhalten. Du bekommst eine Urkunde über Ländereien. Wofür das Land gebraucht wird, weiß ich nicht. Spionierst du? Was weißt du sonst noch? Raus damit. Du triffst... Was scheiße, wie hieß sie? Dinomache, Dinokrates, Dinomenes. Dino Menes wird sicher sauer sein, wenn ich dich heute Abend nicht zu ihm lasse. Was? Was willst du? Ich weiß von Damales. Und als ihr Freier, meinst du wohl, sie schulde dir etwas? Ich liebe sie. Weißt du? Von ganzem Herzen. Und trotzdem bedrohst du sie. Lieber ich als ein anderer rücksichtsloser Mann. Entweder ich verletze Damales oder ich bin tot. Das ist keine Liebe, das ist Schwäche. Du sagst das, als würde ich es nicht wissen. Er weiß das auch. Darum zwingt er mich dazu. Wer zwingt dich? Sag Damales, ich höre auf. Es tut mir leid. Gut. Chere, alter Mann. Okay. Sprich mit Phoebe. Mal sehen, was wir hier haben. Was das wohl zu bedeuten hat? Was ist mit dem Münzbeutel? Was ist das? Ein Münzbeutel? Seine Sachen sind nicht besonders schön. Er ist reich. Warum hat er so viel Müll? Vermutlich hat man ihn gerade erst bezahlt. Ich sah, wie dieser Schürhaken benutzt wurde. Er hatte gar keine Feuerstelle. Was wollte er damit?
Er wird nicht für Feuer genutzt, sondern als Waffe. Ich sah, wie ein Mann ihn in Fokus einsetzte. Ein Riese. Groß wie der Höker? Es war der Höker. Was steht in dem Brief? Wie gemein! Darin steht, wenn er etwas falsch macht, tut man ihm weh. Das dachte ich mir. Es geht noch weiter. Er soll Damales zu einem Ort in Korinth bringen. Hier ist eine Wegbeschreibung. Was ist das für ein Ort? Weiß nicht, aber ich finde es heraus. Ich bin bereit. Dieses Mal nicht. Lauf zu Damales und warte dort auf mich. Oh, bitte. Du hast heute genug geholfen. Das wird zu gefährlich. Ich komme danach sofort zu dir. Na gut. Oh, fast hätte ich's vergessen. Ich habe ein Schwert für dich. Aus seinem Haus. Hey, du bist eine gute Diebin. Wo sollte er Damales hinbringen? Ein Gefängnis? Dem gehe ich nach. Krummschwert? Es ist auf jeden Fall stärker wie unseres. So, können wir schon mal hier rüber flitzen. Was geht in dem rätselhaften Haus vor sich? Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Okay, da gibt's genug. Alles klar, Freunde. Dann werden wir die Folge noch einmal beenden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf, wenn ihr Bock habt. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.